Eieiei, die Handtücher sind benutzt und sehen aus, als würden sie schon seit Wochen rumliegen. Okay, jetzt haben wir eine zweite Puppe gefunden fürs Spielezimmer. Was haben wir noch? Mit dem Sekundenkleber können wir ja kein Feuer machen. Wir haben einen Ring, Streichhölzer, Mappe. Ja, und mein Walkie-Talkie, kann ich das benutzen? So, wo lang jetzt? Erstmal hier raus wieder. Den Sekundenkleber mit dem Ring, aber was soll es mir bringen? Schlaftablettung, Packung ist fast leer, okay. Was ist hier? Nichts, aber was ist das überhaupt für ein Raum? Ah, das wäre nochmal ein neuer Raum. Ja, wir können es gerne mal ausprobieren, aber für mich macht es gar keinen Sinn tatsächlich. Die Laken sind alle staubig, die hängen wohl schon eine Weile hier. Reinigungsmittel, eine der Flaschen sind leer, okay. Eine Dose. Ah, Lösungsmittel. Lösungsmittel ist doch immer hier entzündlich, oder? Gute Sache. Was ist das? Mit schwarzem Wasser hier drin kann ich nichts erkennen. Wenn ich da drin etwas suchen will, muss ich mit den Händen tasten. Soll ich das tun? Sollen wir da drin rumfummeln? Kommt, wir gucken mal. Ich habe Angst. Verdammt! Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ha. Neugier ist der Katze tot. Ah, verdammt. Und erneuter Whip. Ja, das war der zweite Charakter. Bleiben noch zwei. Scheiße. Aktuell sind die Befehle. Warte, ich kann mal gucken. Ich glaube, die sind im Moment ab Mod. Mod aufwärts, glaube ich. Ich kann mal. Danke. Ich weiß. Guck mal, jetzt haben wir einen neuen Charakter. Ist sie nicht wunderschön? Toll. Jetzt müssen wir wieder von außen. Ach, guck mal, Haus Nummer 4 sind wir. Können wir uns das vielleicht einprägen? Hallo, ich will da rein. Schönen guten Tag, hallo. The door was open. So. Jetzt müssen wir durch die Garage, wieder nach draußen. Vier? Wie vier? Warum vier? Was ist mit vier? Haus Nummer 4, ja, das stimmt. So, guten Tag, hallo. Schönen guten Tag. Ich würde gerne meine Sachen wieder abholen. Oh, was ein Zufall, hier liegen Sachen. Hui. Ja, seltsam, hier hat jemand was liegen lassen.
Da war ich einfach zu neugierig gerade. Aha, jetzt kommen wir auch da lang. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder Richtung Wohnzimmer. Gepackte Koffer stehen überall rum, ja. Genau, Haus Nummer 4. Das ist ja ein Teil des Safe-Rätsels, dachte ich. Okay, also wir haben jetzt das nächste Zeug für Kamin anmachen. Also ab zum Kamin. Ich habe keine Ahnung, was jetzt beim Kamin erwarten wird, ne? So, wir packen jetzt das da drauf. Bisschen Brennspiritus und werfen dann Feuer und Streichholz drauf, oder? Hätte ich jetzt gedacht. So. Perfekt. So, und jetzt? Meine Augen tränen wegen des Ammoniaks. Ja, ist doch schön. Ja, aber wo fehlt uns denn jetzt was? Na, oben können wir jetzt eine zweite Puppe. Wir könnten oben jetzt noch... Ich habe die Idee. Einon, das war gar nicht so blöd, deine Idee mit dem Ring und dem Sekundenkleber. Soll ich dir auch sagen, warum? Oben in dem Arbeitszimmer, da steckte doch so ein Metallstückchen noch drin, ne? Können wir da vielleicht den Ring mit Sekundenkleber dran machen? Gerade mal so meine Pauschale, meine spontane Idee. Oh. Alles klar, ich muss hier weg. Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Also wir gehen hoch. Hoch, hoch, hoch. Und dann hinten beim Arbeitszimmer. Okay. Na, du sollst hochgehen, junge Frau. So, hinten links, Richtung Arbeitszimmer gehen wir jetzt. Ich glaube, die Idee ist halt wirklich gar nicht so blöd gewesen. Guck mal, hier können wir uns auch verstecken, ne? Genau. Und hier, an der Tür, können wir da jetzt bestimmt Sekunden... Warte, Sekundenkleber... Yes. Damit kombinieren, genau. Ja, sehr gut. Und das benutzen wir jetzt. Sehr gut. Aber hier hören wir erstmal rein. Okay, das ist gut. Da ist alles safe. Was ist das? Metallhaken. Ein erweiterbarer Metallhaken. Wofür? Solche Haken werden normalerweise verwendet, um weit entfernten Griff zu erreichen. Ja, irgendwo so eine Dachluke oder was. Jawohl, das wäre natürlich voll mein Traum hier. Dritter Brief von Isaac Färber. Ein Brief für Hascher mit Poststempel von 15. August 1998. Lieber Sebastian, ja, ich habe das Gefühl, Dachboden. Hier bricht alles zusammen. Ich weiß nicht, was mit meinem Telefon los ist, aber ich kann dich nicht erreichen, weshalb ich dir diesen Brief schreibe. Ich bete, dass es noch nicht zu spät ist, Sebastian. Ich höre die Spieluhr nicht an. Hör dir die Spieluhr nicht an. Ich wiederhole, höre dir diese Spieluhr nicht an. Etwas stimmt nicht mit dieser Melodie. Ich höre sie immer und immer und immer wieder in meinem Kopf. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich lese, wenn ich esse oder gar schlafe. Sogar in meinen Träumen. Und die werden immer schlimmer und schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass mich etwas beobachtet, Sebastian. Zuerst kam es nur in meinen Träumen vor, aber in letzter Zeit fühle ich es auch, wenn ich wach bin.
Obwohl es mir immer schwerfällt, den Unterschied zu erkennen zwischen Schlafen und Wach. Aber hier ist etwas Seltsames. Eine seltsame Präsenz in den Gängen, hinter jeder Tür, der ich den Rücken zuwende. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es tut mir so leid, mein Freund. Ich verfluche den Tag, an dem ich dir diese Spieluhr geschickt habe. Isaac Färber. Diese Maus? Welche Maus? Ach, unsere Maus. Haufenweise Papiere. Ich möchte sie lieber nicht durchgehen. Spielzimmer wäre noch was. Naja, und wir könnten immer noch hier vorne in dem Raum, ne? Vor unten rechts in dem Raum. Da könnten wir auch noch hingehen. Aha. Alter! What the devil? Huh. Muss das denn sein? Oh, Leute, Leute, Leute. Was tue ich mir hier nur an, ey? Eieieiei. Naja, wollen wir mal das Licht anmachen? Dann kannst du mal aufhören, hier so Randale zu machen, du Ampelmann. Ah. Weiß noch nicht, ob das so clever war jetzt. Ein voller und ein leerer Koffer. Hatten sie vor, wegzufahren? Konnten aber nicht. Fertig packen. Alte Schallplatten, die über das Bett verstreut sind. Hier ist klassische Musik, obwohl ich die Stücke nicht kenne. Eine Stoffhoppe mit einer Blume im Haar. Ist sie glücklich oder nur am Verhungern? Na, super. Eine Sprachaufzeichnung von Marsha, der Hausälterin der Hascherwelle. Auf dem Etikett auf der Kassette steht 11. September 98. Heuern wir der Marsha mal zu. I am starting to worry. A few days ago, Mrs. Catherine started sleeping in Saul's room with the children. She's been avoiding me lately. Is she ashamed of something? Alexander and I have lived in this house for 16 years. With her and Mr. Sebastian. We've seen the children grow since they were babies. I don't understand this sudden change in attitude. I saw her playing and reading with the children in the living room last night. They looked exhausted. I could hear it in their voices, but they wouldn't go to sleep. They seemed to be avoiding it at all costs. I had a terrible nightmare last night. Leute, ey. In der Nachbarschaft ist es ruhig. Die Gegend wirkt verlassen. Ja. Also wir haben jetzt noch eine Puppe mehr. Du hast nur ein Geräusch gehört, bist zusammengezuckt. Oh weia. Oh weia, oh weia. Also. Wir haben jetzt drei Puppen insgesamt. Sollen wir mal versuchen, ob wir das Puppenrätsel irgendwie gelöst kriegen? Ich habe noch kein gutes Gefühl, aber... Somit das einzige Rätsel, wo ich sehe, dass wir da was offen hätten. Und das Spielzimmer war jetzt hier, ne? Irgendwo hier lang. Und dann... Genau, die zweite Tür rechts. Oh. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe?
Leute, guckt mal bitte auf den Boden. Ne, jetzt ist weg. Hier waren gerade wie so Schleifspuren auf dem Boden, oder? Habt ihr das auch gesehen? Ach du Heimatland. Puppen. Ich habe keine Ahnung, wohin mit den Puppen. Ich habe keine Ahnung, wohin mit den Puppen. Und wie viele Puppen es noch gibt. Ich habe nur gerade Schleifspuren gesehen. Und die gingen hier um die Ecke. Eieiei. Oh Gott, oh Gott. Da weint ja immer noch jemand hinter. Ich werde aber jetzt nicht einfach versuchen reinzukommen, weil das bringt ja nichts, wenn ich hier dauerhaft Leute verschwende. Mich würde mal interessieren, ob es noch weitere Puppen gibt und wo die Dachluke zum Beispiel ist. Wenn es diese wirklich gibt, weißt du? Wenn es diese Dachluke geben sollte, wo ist die? Wenn es diese Dachluke gibt, wo ist die? Ich behaupte, dass das irgendwas mit diesem Rätsel im Kinderzimmer zu tun haben könnte. Was sagt ihr? Könnte es wohl was mit dem Rätsel im Kinderzimmer zu tun haben? Ja, was soll ich machen, Leute? Ich würde mich ja gerne im Kleiderschrank verstecken, aber irgendwie... Ja, ich konnte mich nicht verstecken.